dass es für Theresa May gerade nicht besonders gut läuft, das kann man tatsächlich nicht behaupten. Bei einer wichtigen Rede versagte ihr nach einem Hustenanfall zunächst immer wieder die Stimme. Dann fielen hinter ihr zwei Buchstaben ihres Slogans von der Wand. Und zu guter Letzt wurde sie von einem Komiker unterbrochen, der ihr ein Entlassungsschreiben präsentierte und witzelte, das solle er ihr vom Außenminister Johnson überreichen. Nun dreht sie den Spieß aber um. Die Premierministerin erwägt offenbar, ihre Position durch eine Personalrochade im Kabinett zu stärken. Andrea Stamm in London, einen schönen guten Morgen. Kurz warst du schon zu sehen, da bist du wieder. Und davon, von dieser Personalrochade, davon könnte dann wiederum der Außenminister betroffen sein. Ja, guten Morgen, Dunja, guten Morgen nach Berlin. Boris Johnson steht mal wieder im Fokus, muss man sagen, der Außenminister. Denn es gibt wohl einen konkreten Plan, das Kabinett umzubilden und Boris Johnson möglicherweise zu einem weniger wichtigen Minister zu machen. Dafür, oder aus Sicht von Theresa May, sprechen da zwei Gründe. Erstens, Boris Johnson hat eben unglaublich viel Unruhe gestiftet in den vergangenen Wochen, hat immer wieder quer geschossen, entweder in Sachen Brexit, indem er der Premierministerin rote Linien vorgab, oder eben in seinem Job als Außenminister, wo er sich einige Ausfälle erlaubt hat. Und das hat den Ärger der Partei und viele in der Partei auf ihn gezogen. Er hat den Parteitag ruiniert, bei dem diese unsägliche Rede dann auch von Theresa May gehalten wurde. Das ist der eine Vorwurf. Und zweitens muss Theresa May jetzt eben Handlungsfähigkeit beweisen. Und eine Kabinettsumbildung, eine Degradierung Johnsons wäre genau das Zeichen der Stärke, was sie braucht. Dahinter steckt eben ein Machtkampf in der Tory-Partei um Köpfe, denn die Gegner von Theresa May und die Anhänger von Boris Johnson haben schon verkünden lassen, sie soll doch Finanzminister Hammond rauswerfen und nicht Boris Johnson, der wird sich das nicht gefallen lassen. Es geht also zwar um Köpfe, aber im Endeffekt geht es wie immer seit anderthalb Jahren um das Thema Brexit, denn die Frage ist weiterhin in London, welche Art von Brexit will man denn nun in Großbritannien? Gut, also was das Personalkarussell anbelangt, da scheint Bewegung drin zu sein. Jetzt hast du den Brexit gerade schon angesprochen. Da passiert nicht so richtig viel. Das ist eben das Problem. Solange man hier um die Macht kämpft und damit verbunden auch um die Art des Brexit, gibt es eben keine klaren Positionen. Heute startet die fünfte Verhandlungsrunde in Brüssel. Und auch da wird man von Großbritannien eben wenig Konkretes erwarten dürfen. Denn es wird weiter gestritten. Denn in diesem Duell der Köpfe, Hammond als Finanzminister, der Mann, der eher auf der Seite der Wirtschaft steht, die den weichen Brexit wollen, nah an Europa dran, damit man der Wirtschaft eben nicht schadet. Und Boris Johnson auf der anderen Seite, der für die steht, die sagen, wir wollen hart raus Europa, keine Zollunion, kein gemeinsamer Binnenmarkt, auch wenn es der Wirtschaft schadet. Wir wollen unabhängig sein und werden dann das Kind schon schaukeln. Und solange dieser Machtkampf nicht entschieden ist, wird hier auch nicht viel passieren. Und dann kann auch in Brüssel nicht viel passieren. Das Problem ist mittlerweile, alle sagen, die Zeit rennt davon. Die deutsche Industrie, der BDI, warnt vor einem harten Brexit und man solle sich darauf vorbereiten. Die irische Wirtschaft, einer der wichtigsten Partner Großbritanniens, sagt, harter Brexit. Und all das zusammengenommen zeigt einfach, dass man mittlerweile sogar davon ausgeht, dass die Verhandlungen scheitern. Auch die Londoner Regierung trifft jetzt Vorkehrungen. Es werden mehrere Milliarden Pfund zur Seite geschafft, um für einen Fall eines Nicht-Deals, eines ganz knallharten Brexits sozusagen gleich Geld investieren zu können in neues Zollpersonal, in Zollschutz und eben in ganz viele Regelungen, die dann sofort in Kraft treten müssen. Also die Zeichen stehen hier ein bisschen auch auf Scheitern der Verhandlungen. Da wird einem ganz schwindelig. Andrea Stamm, vielen herzlichen Dank für die Einschätzungen. Unser Korrespondent live aus London.